das Bargeld abschaffen, weg mit Münzen und Scheinen. Diese Forderung stammt nicht etwa von ein paar wirren Weltfremden, sondern vom Volkswirt und Wirtschaftsweisen Peter Bofinger. Bei den heutigen technischen Möglichkeiten sind Münzen und Geldscheine tatsächlich ein Anachronismus, sagt Bofinger dem Spiegel und fordert die Bundesregierung im Interview auf, sich für die Abschaffung des Papiergeldes einzusetzen. Der Mediendesigner Tobias König aus Düsseldorf findet diese Idee prima. Denn König hat einen Traum. Wenn er das Haus verlässt, nur noch sein Telefon mitnehmen zu müssen. Ein Geldbeutel mit gravierten Metallscheiben und mit bedrucktem Papier herumtragen, für ihn eine Zumutung aus dem Mittelalter. Im Supermarkt bar bezahlen, reine Zeitverschwendung. Ich mag es nicht zu warten. Also ich finde es fast unverschämt, wenn man an einer Supermarktkasse mehr als 3 Minuten wartet. Wenn ich in einem Supermarkt stehe und jemand kauft für 39 Cent einen Toast und dann fängt er an, jeden Cent einzeln rauszusuchen, dann weiß ich nicht, dann dauert das ja unter Umständen mehrere Minuten. Tobias König reicht es eben nicht, beim Discounter mit EC-Karte bezahlen zu können. Wie in anderen Ländern auch, möchte er sein Smartphone als virtuellen Geldbeutel benutzen. Mit Nahfeldkommunikation, kurz NFC, und per App ist das technisch auch problemlos möglich. Einfach das Telefon in einigen Zentimetern Entfernung an ein Lesegerät halten, fertig. Aber wenn König tatsächlich einmal ein Geschäft findet, das diese Bezahlmethoden anbietet, scheitert er zu oft an anderen Dingen. Eine Supermarktkette Netto hat zum Beispiel mal eine Zeit ein Bezahlsystem über das Telefon. Da muss man einen Code sagen, der wird dann eingegeben und dann kann man bezahlen. Die Mitarbeiter wussten das nicht und sie haben einen darum gebeten, doch bitte nie wieder so zu bezahlen. Anderswo ist man offener für das bargeldlose Leben. In Schweden werden selbst Kleinstbeträge beim Bäcker mit Karte gezahlt. Und die dänische Notenbank will ab 2016 gar keine neuen Banknoten mehr drucken, mangels Nachfrage. Die Deutschen hingegen wickeln weiterhin einen Großteil ihrer Geldgeschäfte mit Bargeld ab. Und nur wenige Menschen vermissen es, so wie König, mit dem Smartphone ihre Brötchen bezahlen zu können. Doch bei der Grundidee einer Welt ohne Bargeld geht es in erster Linie gar nicht mal um Bequemlichkeit. Vielmehr sollen beim Digitalgeld Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung und Drogenhandel erschwert werden. Denn jede Transaktion, so zumindest die Theorie, wäre dann speicherbar und somit für Steuer- und Drogenfahnder nachvollziehbar. Der Makroökonom Daniel Stelter will dieses Argument nicht gelten lassen. Er glaubt, wer unbedingt einen Schwarzarbeiter beschäftigen möchte, der findet schon einen Weg. Wenn es keine Euro mehr gibt, dann nehme ich US-Dollar, Schweizer Franken oder norwegische Kronen. Also insofern müsste man schon weltweit das Bargeld abschaffen. Das andere ist, man geht hin und sagt, na gut, dann nehme ich eben was wie Gold. Oder ich habe andere Möglichkeiten, Bitcoins, wenn Sie an elektronisches Geld denken. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu umgehen. Seine Vermutung? Die Idee der bargeldlosen Welt hängt ursächlich mit der Finanzkrise zusammen, deren Kosten irgendwie bezahlt werden müssten. Denn wenn Geld nur noch ein Algorithmus auf einem virtuellen Konto wäre, dann könnte man dieses Geld seinen Besitzern auch auf Knopfdruck wegnehmen. Zum Geldautomaten rennen und sein Geld schnell unter der Matratze parken, das wäre dann unmöglich. Bargeld gibt mir auch Freiheit vor dem Finanzsystem. Ich bin nicht gezwungen, mein Geld bei einer Bank zu halten, mit allen Risiken, die verbunden sind, siehe Zypern, siehe Finanzkrise. Und diese Einschätzung teilen die meisten Deutschen. Fakt ist, fast niemand hierzulande möchte auf Cash verzichten. Und die Bundesbank hat schon signalisiert, Bargeld wird es in Deutschland und Europa weitergeben. Jeder soll auch in Zukunft so bezahlen können, wie er möchte. Für Tobias König heißt das, er muss hoffen, dass sich das digitale Geld in Deutschland auf freiwilliger Basis durchsetzt. Und bis das soweit ist, wird er noch einige Zeit an deutschen Supermarktkassen verbringen müssen.